To me, the camera has always just been an excuse to travel and explore, an excuse to be challenged, or an excuse to go beyond my comfort zone. But over the years, my camera has become so much more. It's a tool to capture a world seen through my eyes, to save memories and bring back stories to my family and friends. And it's a way to share what inspires, provokes, and challenges me. And I know when I pack my Olympus, it's the bare minimum as well as the perfect amount of gear to express myself without compromising my experience. And the new Mzuiko 8-25 f4 Pro lens fits so well into my needs. It's tiny, versatile, and that ultra-wide landscape to portrait level field of view turns it into my go-to adventure and expedition lens. In fact, it's that one lens that allows me to leave two others at home. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Scheuermann und ich möchte Ihnen heute die Olympus-Neuheiten, das Mzuiko 8-25 Blende 4,0 sowie die EP7, die neue Pen, näher bringen. Willkommen bei Fotokoch natürlich aus dem sehr heißen Berlin. Wir haben heute knapp 30 Grad gehabt, deshalb bin ich ganz froh, wenn wir jetzt so ein bisschen in den Abendstunden vielleicht etwas kühlere Luft bekommen. Wir haben einige Bilder vorbereitet und ganz wichtig, wir möchten natürlich einen Live-Talk haben. Das bedeutet, wenn Fragen entstehen zu den Produkten, zum Objektiv oder zur Kamera oder auch zu einem bestimmten Feature, dann ruhig hier mit reinschreiben, den Live-Chat. Ich habe mir den Chat extra eingeblendet, sodass ich natürlich auf die Fragen entsprechend Rücksicht nehmen kann. Deshalb ruhig rein damit und dann starten wir natürlich gleich. Und schauen uns an, was wir denn an Möglichkeiten mit dem neuen Objektiv haben, das 8-25 mm. Da gab es natürlich, als wir das Objektiv vorgestellt hatten, sehr schnell die Nachfrage, warum gibt es ein neues Ultraweitwinkelobjektiv von Olympus? Wir haben ja schon zwei im Programm. Ich komme gleich nachher nochmal auf einen direkten Vergleich. Aber vorab auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dieses Ultra-Weitwinkelobjektiv ist vom Bereich her natürlich viel größer mit 8-25 mm, sodass wir eben von einem Ultra-Weitwinkel bis zum Standardbereich alles zur Verfügung haben und somit eigentlich in einem Objektiv schon extrem viel abdecken können. Und das mit einer sehr hohen Qualität, mit einer wunderbaren Scharfzeichnung und mit einer durchgängigen Lichtstärke von 4,0. Ich setze diese Ultra-Weitwinkelobjektive ganz gern ein, um Perspektiven herauszufordern, die nicht das übliche Auge bewandern. Beispielsweise hier, das ist das sogenannte Shellhaus in Berlin. Das bietet sich natürlich an, das hat wunderschöne Wellen mit drin, dass wir einfach den Monitor anklappen, Kamera nach oben halten und dementsprechend eine andere Perspektive heraufbeschwören können. So ein Ultraweitwinkel hat seine Spezialitäten, das muss man schon ganz klar dazu sagen. Ein Standardobjektiv oder ein Teleobjektiv ist meistens etwas einfacher zu handeln, weil das Auge, das menschliche Auge natürlich eher auch den Winkel verkleinern kann, aber eben nicht breiter werden kann. Und wenn man so ein Ultraweitwinkel das erste Mal auf seiner Kamera hat, dann kann ich immer nur empfehlen, einmal bitte am liebsten den ganzen Tag oder wenn möglich vielleicht sogar das ganze Wochenende einmal durchzutesten, um diesen Winkel, um diesen Ultrawinkel auch wirklich kennenzulernen und seine Motive dementsprechend auch aufzubauen. Dieses Objektiv bietet etwas ganz Spezielles. Und zwar haben wir einen sogenannten Einziehmechanismus eingebaut bei dem Objektiv. Ich zeige das vielleicht mal besser direkt am lebenden Objekt, am Objektiv. Ich habe einmal kurz die Sonnenblende runter. So, wir sind jetzt in der sogenannten Parkposition. Und sobald ich hier über die 8 mm hinausgehe, dann gibt es so eine kleine Grenze, einen merkbaren Widerstand. Und jetzt kann ich zwischen 8 und 25 mm schön zoomen und der stoppt auch bei 8 mm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aus Versehen über die 8 mm wieder zurückgehe in die Parkposition, sondern er stoppt in dem Moment. Möchte ich jetzt wieder in die Parkposition, dann einfach etwas mehr Kraft aufwenden und nach hinten drehen. Sollte ich das Ganze jetzt im eingeschalteten Zustand versuchen, dann sieht man hier ganz klar, Objektiv ist eingefahren und dann fahre ich es einmal aus
Und zack, ist der Einsatz natürlich gegeben. Und dementsprechend kann ich ganz normal weiter fotografieren oder ganz normal fotografieren. Also relativ einfach, Parkposition, einmal über diesen Widerstand hinaus und jetzt kann ich ganz normal zoomen zwischen 8 und 25 mm. Es gibt dann natürlich auch relativ schnell die Frage, wie lange hält denn diese Parkposition? Ist das etwas, was mir vielleicht irgendwann mal im Einsatz ausleiert oder einfach nicht mehr funktioniert? Da können wir jetzt aus der Erfahrung natürlich sprechen. Wir haben bei beispielsweise dem anderen Ultrawide mit dem 9 bis 18 auch eine ähnliche Parkposition eingebaut. Da noch mit einem Schieberegler. Aber es hält auf jeden Fall extrem lange. Das Objektiv gibt es schon seit bestimmt 10 Jahren auf dem Markt. Und wir haben auch in Japan eine Teststation. Das ist im Grunde ein Roboter, der immer nur die Parkposition raus und rein fährt, um das Ganze eben zu testen und eben auch nach mehreren tausend Mal immer noch einwandfrei durchführen zu können. Deshalb also von meiner Seite aus da überhaupt keine Bedenken, das funktioniert perfekt. Wenn wir dieses 8 mm natürlich mal einsetzen und ein Standard-Kit-Objektiv haben, ein 12 bis 40, 12 45 oder 12 bis 100 mm, dann gibt es natürlich auch immer so relativ einfach die Frage, sind diese 4 mm überhaupt weltbewegend? Ist es etwas, was wir vielleicht sogar vernachlässigen könnten? Um das ein bisschen einfacher zu zeigen, habe ich jetzt hier mal zwei Bildchen. 8 mm links, 12 mm rechts. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass diese 4 mm extrem viel ausmachen. Wir haben auf der linken Seite fast ein komplettes Haus, das verschwindet. Und rechts der Baum, der mehr als halbiert wird plötzlich. Vielleicht auch noch ganz interessant, auf dem 8 mm Bild unten links sieht man so einen kleinen gelben Fleck. Das ist kein Fehler in der Aufnahme oder kein Fehler im Objektiv, sondern es ist so ein kleiner Poller, der im Wasser steht, um die Schiffe nicht gegen die Säulen fahren zu lassen. Aber da sieht man, dass ich bei der Aufnahme nach unten nicht aufgepasst habe. Und dann kann man eben schon sehr, sehr deutlich auch sehen, wo das Ultraweitwinkel seine Spezialitäten hat. Das heißt, man sollte natürlich auf jeden Fall immer darauf achten, dass man unten, oben, rechts und links immer darauf achtet, ob wirklich alles im Bild oder vielleicht etwas zu viel im Bild ist. Ich lasse es aber lieber drin, um einfach mal zu zeigen, wo die Anforderungen für ein Ultraweitwinkel dann immer sind. Wenn wir jetzt schon mal so einen Vergleich machen, dann wechseln wir jetzt auch einfach mal bis an die Endbrennweite und gehen von 12 mm auf 25. Und dann sieht man natürlich diese zwei Riesenunterschiede, um den gesamten Bereich mal abzudecken, von ultraweit bis zum Standardobjektiv. Warum Standardobjektiv? Das war ja früher eigentlich immer ein 50 mm. Wir reden aber natürlich von unserer Sensorgröße MFT. Und da ist es der Faktor 2. Das heißt 25 mm mal 2. Er rechnet sich dann im Kleinbildbereich auf 50 mm und diese 50 mm oder bei uns eben 25 mm entsprechen dem menschlichen Auge. Das, was wir mit einem Auge mit einem Blickwinkel von 47 Grad abdecken, haben wir hier mit einem Standardobjektiv dann schon abgedeckt. Also alles, was unterhalb des Standardobjektivs liegt, bis zu 8 mm, können wir mit diesem einen Objektiv perfekt abdecken. Für mich eigentlich eine wunderbare Kombination, um bei Street-Fotografie eigentlich alles abzudecken, sodass ich im Urlaub irgendwo auf Sightseeing-Tour bin und nicht in der Stadt oft das Objektiv wechseln muss, sondern ich habe dann ein Objektiv und kann von ganz breit bis zum Standard alles perfekt abdecken. So ein Ultraweitwinkel ist nicht ganz einfach zu bauen. Das muss man ganz klar vorweg schicken. Ein Ultraweitwinkel hat eine sehr hohe Schärfeanforderung. Klar ist, wir haben im Weitwinkel zwar einen größeren Schärfebereich, aber diese Schärfe muss natürlich nicht nur in der Bildmitte, sondern über das gesamte Bild bis in die Ecken auch verfügbar sein. Und da trennen sich relativ schnell die Spreu vom Weizen. Wenn man also in diesem Bereich mal unterwegs ist, dann kann ich immer nur empfehlen, nehmen Sie das Objektiv, stellen Sie sich vor beispielsweise so eine Wand, die jetzt nicht weltbewegend ist, aber sie bietet extrem viel kleine Details. Das heißt, ich nehme eine offene Blende 4,0,
schauen wir natürlich in der Bildmitte die Schärfe an und dann einmal oben, rechts, unten, links, unten, rechts in die Ecken reinschauen. Und dann sieht man, dass eben dieses Objektiv bei offener Blende volle Schärfeleistung bietet. Man kann natürlich abblenden, klar, dann gibt es manche Objektive auf dem Markt, da steigert dann natürlich der Schärfebereich. Bei Olympus ist es so, dass wir eigentlich bei offener Blende schon die volle Schärfeleistung bieten können. Das heißt, ob wir jetzt Blende 4.0, Blende 2.8, Blende 1.2 bieten, haben wir schon bei der vollen Blendenöffnung die Schärfeleistung auf 100%. Das ist natürlich ein Riesenunterschied und zeigt natürlich auch, dass diese Objektive speziell für die Sensoren und für die Anwendungen im Digitalbereich gerechnet sind. Für das Objektiv vielleicht noch eine Geschichte vorweg. Wir haben hier so viele Sonderlinsen eingebaut wie noch nie in einem anderen Objektiv. Das geht, um natürlich dann auch wirklich die volle Schärfeleistung zu bekommen, gibt es diese ganz speziellen Sonderlinsen. Wenn Sie also mal einen Querschnitt anschauen wollen, auf der Webseite gibt es diesen. Da kann man dann schon sehen, es sind 16 Linsen in 10 Gruppen, die sehr speziell zusammengestellt wurden. Na? So, für mich ist ein Objektiv auch immer natürlich für die Nahaufnahme ganz, ganz wichtig. Ich bin also sehr viel nicht nur im Landschaftsbereich, sondern eben auch im Makro- oder Nahbereich unterwegs. Und da schaue ich mir natürlich die Objektive immer in der Nahaufnahme auch mit an. Wie nah kann ich ran? Was für Möglichkeiten bietet mir das Objektiv? Und wir haben hier ein Objektiv, das bis 23 cm rangehen kann. Auch hier vielleicht noch mal ganz kurz erläutert, von wo werden diese 23 cm gerechnet? Und zwar immer von diesem Zeichen, das ist ein Kreis mit einem Strich. Das ist die sogenannte Sensorebene. Und wenn ich jetzt das Objektiv im eingeschalteten Zustand verwende, sind das ungefähr 12 cm und dann nochmal 11 cm vorweg, um eben dann im Nahbereich fotografieren zu können. Das heißt, ich kann bis 23 cm an mein Objekt ran. Übrigens egal, ob ich im Weitwinkel oder im Telebereich bin. Je mehr Tele- oder Standardbereich, sagen wir mal, also 25 mm gezoomt, desto größer wird natürlich das Objekt dann auch abgebildet. Da habe ich dann eine Honigbiene, die sehr fleißig morgens war, gleich mal abgelichtet. Und da sieht man eben, dass von rechts die Unschärfe vorhanden ist, das war die Blüte, die direkt davor war, dann der Schärfebereich mit der Biene und der Blüte und direkt dahinter ist natürlich wieder die Unschärfe. Und das alles mit Blende 4.0, sodass man eben auch im Nahbereich sehr schön mit Schärfe und Unschärfe spielen kann, was für einen Makro- oder Nahfotograf oder Fotografin natürlich immer ganz, ganz wichtig ist. Wer im Nahbereich unterwegs ist, der kennt natürlich die Thematik, dass man mit Schärfebereiche arbeiten möchte und da gibt es die sogenannte Focus Bracketing und Focus Stacking Funktion bei den Kameras. Also wenn wir eine EM1 zur Verfügung haben oder EM5 Mark III, dann haben wir eine Focus Stacking Funktion eingebaut. Das heißt, wir können Aufnahmen mit verschiedenen Schärfeebenen zusammenrechnen. Und zwar die Stacking Funktion rechnet direkt in der Kamera diese zusammen. Das heißt, bis zu 15 Aufnahmen bei einer EM1 Mark III oder EM1X werden dann erstellt und die Schärfebereiche werden komplett zusammengerechnet und im Nachhinein ein JPEG mit dem vergrößerten Schärfebereich zur Verfügung gestellt. Dies funktioniert bei allen aktuellen Firmware, die schon auf dem Markt sind. Das heißt, der EM1X, EM1 Mark III, Mark II oder EM5 Mark III kann das 8 bis 25 schon direkt ansteuern. Wenn die Thematik Firmware Update vielleicht nochmal auf dem Tisch liegt, also wenn man vielleicht sich nicht ganz sicher ist, wie funktioniert denn so ein Firmware Update, das ist relativ einfach zu handeln. Es gibt bei Olympus auf der Webseite unter dem Download die Olympus Workspace, das ist die Software von Olympus, einfach die Seriennummer der Kamera eingeben und dann kann man sich die Workspace abrufen oder downloaden natürlich, installieren. Und dann hat man neben einer Bildbearbeitung und Verwaltungssoftware eben auch die Möglichkeit, direkt die Kameras abzudaten. Es gibt einen Reiter, der heißt Kamera und hier kann ich dann direkt das Update aufrufen. Dann wird die Kamera angedockt über USB. Ich kann direkt mit dem Server
dann oder wird eben direkt verglichen, was gibt es für eine neue Firmware und wird dann abgeloadet. Hier der kleine Tipp oder der ganz, ganz wichtige Tipp, wer ein Firmware-Update machen möchte, bitte immer darauf achten, dass der Akku voll geladen ist oder über ein Netzteil das Ganze angedockt wird. Aber wenn der Akku voll geladen ist, funktioniert es ohne Probleme. Und bitte eben nicht die Kamera während dem Update-Vorgang ausschalten. Das wäre das einzige Problem, was dann vielleicht auftreten könnte. Wir haben natürlich auch immer die Thematik, wir haben ein Pro-Objektiv und diese Pro-Objektive haben ja ganz spezielle Eigenschaften. Unter anderem sind sie spritzwasser- und staubabgedichtet. Frostsicher sind alle Objektive, das heißt bis minus 10 Grad sind alle Suico, M-Suico-Objektive, egal ob Standard oder Pro, einsatzfähig. Die Pro-Variante hat eben zusätzlich den großen Vorteil, dass sie komplett abgedichtet ist und auch im Regen, im Schneeregen oder wie hier eben, wenn das Wasser von dem Wasserfall auf die Kamera und das Objektiv spritzt, dann auch komplett abgedichtet ist. Man sieht es auf der linken Seite, die roten Ringe, die sogenannten O-Ringe, sind genau in der Position, dass eben das Wasser immer abgewehrt wird und gar kein Eindringen in das Objektiv vonstatten gehen kann. Klassischerweise gibt es natürlich dann immer die Frage, was passiert, wenn ich im Einsatz bin und habe jetzt Wasser hier drin stehen. Also ich habe die Kamera vielleicht gleich nach oben gerichtet, da oben steht jetzt das Wasser mit drin und jetzt will ich sie in die Parkposition drehen, dann ist es so, dass wir genau hier unter dem Rand eine Gummi, also ein O-Ring drin haben, eine Abdichtung drin haben und die schiebt dann das Wasser im Grunde genommen beim Einfahren nach außen weg und dementsprechend ist das also auch gar kein Problem, wenn man im Regen und Schnee fotografiert hat und dann eben diese sogenannte Parkposition einnimmt, dass das Wasser komplett abgewehrt wird. Zur Parkposition hatte ich vorher ganz vergessen zu erzählen, warum macht man so eine Parkposition? Um einfach in der Tasche ein bisschen mehr Luft zu haben, dass man weniger Platz benötigt für das Objektiv, wenn man das eben in der Tasche transportiert und vielleicht dann eben noch zusätzlich Platz für ein anderes Objektiv oder Blitzgerät oder Akku mit drin ist. Das Objektiv verfügt auch über eine Lens-Funktionstaste, ist direkt auf der linken Seite des Objektivs und hier kann man verschiedene Funktionen unterlegen. Ich persönlich verwende für die Ultra-Weitwinkel-Objektive immer ganz gern die Keystone-Korrektur. Wenn Sie jetzt sagen Keystone-Korrektur, habe ich noch nie gehört. Ist zwar schade, aber dann erläutere ich es ganz einfach. Das ist eine sogenannte Trapezkorrektur, gedacht für den Architekturfotografen, aber auch in der Landschaft ist es perfekt einzusetzen. Wofür ist es gedacht? Wenn ich mit dem Ultraweitwinkel vor einem Motiv stehe, ein Haus, aber auch ein Baum, wie auch immer, und halte die Kamera leicht nach oben, dann ist es rein fotografisch immer das gleiche Problem, dass beim Ultraweitwinkel das Gebäude oder das Motiv nach hinten wegkippt. Wenn ich also die Kamera leicht nach oben halte, dann kippt mir das Gebäude weg. Man spricht hier von den sogenannten stürzenden Linien. Und Olympus hat in allen PEN- und OND-Modellen, die auf dem Markt sind, eine sogenannte Keystone-Korrektur eingebaut. Zu finden unter Aufnahmemenü 2. Und ich habe dann die Möglichkeit, einmal aktiviert über diese Funktionstaste, dass ich mit den Renderrädern Daumen und Zeigefinger das Gebäude, wie in diesem Fall, aufrichten kann. Das Ganze funktioniert nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Also wenn ich seitlich an einem Gebäude stehe und das kippt mir so seitlich nach hinten weg, kann ich das auch horizontal aufrichten. Der große Vorteil ist, ich sehe es vor der Aufnahme, bevor ich überhaupt auf den Auslöser drücke und kann dementsprechend eben meine stützenden Linien perfekt korrigieren. Sicherlich, man kann auch im Nachhinein über die Software die Bilder auch nochmal aufrichten bzw. Gebäude wieder aufrichten. Allerdings ist es meistens dann so, dass man oben zu wenig Himmel übrig gelassen hat. Zumindest mir passiert das sehr häufig, dass ich oben zu sehr beschneide. Und dann beim Aufrichten fehlt mir rechts, links ganz einfach etwas am Himmel. Und das ist dann natürlich ein bisschen schade. Deshalb verwende ich eigentlich die Keystone-Korrektur immer direkt vor der Aufnahme und muss eben nicht im Nachhinein meine Bilder so bearbeiten, um sie dann nachträglich nochmal aufzurichten. Wie gesagt, Keystone-Korrektur, eine Funktion, die in jeder OMD und jeder PEN aktuell verwendet wird.
vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Wir haben natürlich die Frage bekommen, warum gibt es das 8 bis 25? Ihr habt doch schon das 7 bis 14 auf dem Markt. Ein fantastisches Objektiv mit einer super Lichtstärke von 2,8. Dafür gibt es einen direkten Vergleich. Wir haben also hier einmal die Aufnahme mit dem 8 bis 25 und legen jetzt einmal im Weitwinkelbereich das 7 bis 14 oben drüber. Und dann sieht man, dass alles, was in dem roten Bereich ist, entspricht dem 8 mm und alles, was außerhalb des roten Bereichs ist, entspricht dem 7 mm. Und 1 mm kann eben in dem Bereich schon extrem viel ausmachen, sodass wir eben einen viel größeren Bildwinkel zur Verfügung haben und dementsprechend natürlich auch wesentlich mehr auf unseren Sensor, auf unser Bild bekommen können. Jetzt springen wir ans andere Ende und gehen, da steht es Teleposition, das ist natürlich eher so die Standardposition, also einmal die 14 mm und dann zusätzlich die 25 mm aus dem 8 bis 25. Und da sieht man, dass das Hamburger Rathaus also mit einem wesentlich größeren Ausschnitt natürlich viel mehr auch an uns heranrückt und dementsprechend die 25 mm uns natürlich wesentlich mehr Reserven geben, um eben im Sightseeing-Bereich, im Street-Bereich wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung stellen zu können. Das ist eben der ganz, ganz große Grund, warum es dann diese zwei Ultra-Weitwinkel-Objektive gibt. Und die Anwendung ist natürlich dann immer so ein bisschen unterschiedlich zu sehen. Es gibt die größere Range, der größere Bereich von 8 bis 25, während das 7-14 eben den großen Vorteil der Lichtstärke mit 2,8 hat. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ein unschlagbarer Vorteil, was das 8 bis 25 mm zur Verfügung stellt, ist die Möglichkeit, Schraubfelder einzusetzen. Wir haben beim 7 bis 14 mm kein Schraubgewinde. Das ist relativ einfach auch zu sehen. Ich habe es hier mal dabei. Das ist das 7 bis 14 mm. Ein Objektiv, das, wenn Sie Filter verwenden wollen, dann ein Aufsatz, ein spezieller Aufsatz benötigt wird und dann eben mit den Filterscheiben zu arbeiten ist. Es geht mit manchen 10 cm Scheiben, empfehlenswert, um keine Vignettierung darauf zu beschwören, sind vielleicht eher die 15 cm Scheiben. Vielleicht noch eine Geschichte, was auch das 8 bis 25er hat, also beide Objektive haben den sogenannten Klatsch, den Autofokus manuell Fokus Umschalter, und zwar einfach den vorderen Ring nach hinten schieben, sind wir im Manuellbereich, nach vorn geschoben, wenn es an der Kamera eingestellt ist, immer im Autofokusbereich. Das haben beide Pro-Objektive aber dann zur Verfügung. Dieser Filter, den wir beim 8 bis 25 einsetzen können, ist ein 72 mm Filter, also 72 mm Durchmesser. Wer ein 12 bis 100, 100, 400 oder 40 bis 150 mm sein eigen nennen kann, hat hier den identischen Filterdurchmesser und kann eben mit einem Filter dann für alle Objektive, für alle genannten Objektive komplett abdecken. Kleiner Tipp, um keine Vignettierung darauf zu beschwören, sollte der Filter eine sogenannte Slim-Variante sein. Das heißt, der Filter sollte 4 mm in der Dicke nicht überschreiten. Einzusetzen, diese Ultraweitwinkel, für mich eben auch immer wirklich ein Bereich, wo man mit einem schönen, breiten Winkel eine ganz andere Dynamik kreieren möchte. Und das Bild ist jetzt beispielsweise gestern Nachmittag entstanden, einmal direkt an der S-Bahn in Berlin, um eben dann die Dynamik der S-Bahn mit einzufangen und im fahrenden Bereich mit abzulichten. Da sieht man eben mit einer Fünftelsekunde, habe ich durch den Stabilisator, den wir natürlich in der Kamera haben, auch eine komplett ruhige Hand und können dementsprechend auch eine etwas längere Verschlusszeit ohne Probleme halten. Kleiner Vergleich nochmal zum 7 bis 14 mm. Alles, was gelb unterlegt ist, ist bei dem entsprechenden Objektiv immer die bessere Variante oder die umfangreichere. Also 7 mm, klar, 1 mm mehr, aber nach oben hin haben wir beim neuen Objektiv wesentlich mehr Ressourcen mit 25 mm. Es ist ein 3,1-fach Zoombereich gegenüber 2-fach. Ganz wichtig, beide Objektive sind ein sogenanntes Pro-Objektiv und sind dadurch natürlich Staub- und Spritzwasser geschützt und auch natürlich mit minus 10 Grad frostsicher ausgestattet. Wir haben eine größere Vergrößerung im Bereich 25 mm. Das heißt, wenn wir im Nahbereich fotografieren möchten, sind wir eben mit 0,42-fach, Achtung,
dass es auf Kleinbild gerechnet dann wesentlich mit einer wesentlichen Vergrößerung gegenüber dem 14 mm ausgestattet. Ansonsten ist das Objektiv etwas kleiner, etwas leichter, um natürlich hier auch einen Vorteil gegenüber dem 7-14er noch zu haben. Wenn wir von dem einen Ultraweitwinkel sprechen, dann gibt es aber auch noch ein zweites Ultraweitwinkel. Und zwar haben wir natürlich auch noch das 9 bis 18 mm, das ist ein sogenanntes Standardobjektiv. Und hier haben wir auch die angesprochene Parkposition. Auch hier natürlich einmal aus dieser Parkposition herausnehmen. So, jetzt ist es einsatzfähig, 9 bis 18 mm und hier stoppt es komplett. Um das jetzt wieder in die Parkposition zu setzen, den Hebel nach vorn und einfach reindrehen. Und jetzt ist es wieder geparkt in dem Moment. Auch hier ein kleiner Vergleich zwischen diesen beiden Objektiven. Und da sieht man, dass natürlich im Grunde alles bei dem 8 bis 25er gelb unterlegt ist, während das 9 bis 18 mm den großen Vorteil in der Größe und im Gewicht hat und dementsprechend natürlich ein, nennen wir es mal, immer dabei Objektiv darstellt. Also das kann man ganz gut in die Hosentasche stecken, wenn es eben darum geht, überhaupt einen Ultraweitwinkel mit einzusetzen. Ist ein perfektes Objektiv, um in den Bereich überhaupt mal reinzuschnuppern. Wenn man sagt, ich arbeite normalerweise nicht unter 12 mm, dann kann man mit dem 9 bis 18 eigentlich perfekt erstmal sich rantasten, ob eben dieses Ultraweitwinkel auch für den Anwender dann die richtige Brennweite ist. Wer sich nicht sicher ist bei solchen Objektiven, dem kann ich in erster Linie empfehlen, die Test- und Bauaktion von Olympus anzuwenden, die bei Fotokoch natürlich auch Anwendung findet. Das heißt, Sie können sich ein Objektiv oder eine Kamera aussuchen und dann für, ich glaube, 3 Tage kostenlos einfach mal testen. Das Ganze finden Sie auf der Webseite von Fotokoch bzw. auf der Webseite von Olympus Kameras. So viel zum Thema Objektiv. Wenn, wie gesagt, wenn Fragen zwischendrin sind, einfach in den Live-Chat reinschreiben. Ansonsten können wir natürlich auch über Fotokoch bzw. die Kollegen bei Fotokoch natürlich auch alle Fragen entsprechend beantworten. Kommen wir zur Kamera, die EP7, die wir vorgestellt haben. Da ist es so, dass wir eigentlich 2 Pen-Serien haben, die PL und die IP-Serie. Die PL-Serie aktuell mit der PL10, also EPL10. Und die EP-Serie hat vor 7-8 Jahren das letzte Update erhalten, das war die P5, die ist dann ausgelaufen. Und jetzt haben wir hier einen neuen Nachfolger mit der P7. Durch die Zeit haben wir einfach die Nummer 6 übersprungen. Und ich persönlich nenne sie gern meine kleine Pen-F oder die kleine Schwester der Pen-F, weil die Pen-F eigentlich eine, das Kreativmonster war mit dem Umschalter auf der Vorderseite, schwarz-weiß auf Artfilter oder auf den sogenannten Farbgestalter. Und wir haben hier bei der Pen auch die Möglichkeit, man sieht es auf der Vorderseite, einen sogenannten Profilumschalter einzusetzen. Was der beinhaltet, zeige ich gleich. Erstmal zur Kamera selber, ist natürlich eine wunderbare Kamera für immer dabei. Schön klein, kompakt, um eben dann auch im Bereich vielleicht zum Spazieren gehen oder eben, wenn man wirklich im Street-Bereich unterwegs ist, mit sehr kompaktem Gehäuse das Ganze absolvieren möchte. Das ist jetzt kombiniert mit dem 14 bis 42 mm, also eigentlich ein perfektes Kit, um immer dabei zu sein. Ich nehme es ganz gern, um beispielsweise eben auch mit dem 45 mm auch im Nahbereich Blüten zu fotografieren. Das ist jetzt eine Aufnahme direkt aus der Kniehöhe, würde ich mal sagen. Die Blüte war sehr, ja, sehr tief am Boden und hat eben durch den tiefen Blickwinkel dann die Möglichkeit gehabt, im Hintergrund die Lichtreflexe, die durch den Wald dann noch zu erahnen waren, mit auf den Sensor bannen zu können. Kommen wir zu dem Profilumschalter, den ich vorher kurz angesprochen hatte. Da geht es im Grunde darum, dass man eben vor der Aufnahme seine Bilder bearbeiten kann. Entweder farbig bearbeiten kann, das heißt, dass wir beispielsweise aus 12 Farben die Intensität verändern können. Und zwar plus 5, minus 5, also um 10 Stufen insgesamt, um beispielsweise Rot und Gelb komplett runterzufahren auf die Graustufen und dann eben alle anderen Farben vielleicht noch etwas kräftiger zu zeichnen.
Damit kann man eigentlich seinen eigenen, nennen wir es ruhig Artfilter, seinen eigenen Bildbearbeitungsfilter in der Kamera schon kreieren und muss eben nicht das Ganze über eine Bildbearbeitung machen, was natürlich trotzdem machbar ist. Aber der große Vorteil ist, wenn ich es vorher einstelle, werde ich mir andere Motive aussuchen und dementsprechend natürlich auch anders fotografieren. Neben den Farben kann ich beispielsweise noch Randschatten bzw. Vignettierung mit aktivieren. Diese Vignettierung geht von schwarz bis weiß und zwar auch wieder in 10 Stufen, sodass man die eben auch auf sein Motiv entsprechend anpassen kann. Ganz interessant ist natürlich, dass wir hier über einen sogenannten Slider, über so einen Schiebeschalter direkt auf dem Monitor arbeiten. Wir haben also bei der Kamera sehr viel auf den Touchscreen gelegt, um die Handhabung etwas Smartphone-ähnlich zu kreieren. Neben Farben, neben Randschatten gibt es auch noch die Möglichkeit, auf die Tonwertkorrektur einzugreifen. Hier Lichter und Schatten einzeln getrennt voneinander zu bearbeiten und zu verschieben. Auch hier sind es plus minus 7 Stufen, die wir komplett verändern können. Neben dem Farbprofil gibt es das Ganze auch identisch für Schwarz-Weiß. Auch hier die Möglichkeit, jetzt auf den Farbfilter einzugreifen. In der Schwarz-Weiß-Fotografie werden diese Farbfilter immer wieder verwendet, um einfach eine ganz andere Aufnahme, einen ganz anderen Schwarz-Weiß-Stil auch zu kreieren. Es wurde beispielsweise im Porträtbereich wird ein sogenannter Grünfilter verwendet, um Hautunreinheiten zu eliminieren. Oder ein Rotfilter, um Wolken am Himmel etwas kräftiger, dramatischer wirken zu lassen. Dann haben wir hier natürlich auch die Randschatten und die Lichter und Schatten, die wir einzeln voneinander wieder über diesen Schiebeschalter verwenden können. Sie sehen, also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, um in der Kamera die Bilder schon vorab zu gestalten und vorab natürlich entsprechend schon anzupassen. Zusätzlich gibt es natürlich die Artfilter. Wir haben hier 16 verschiedene Artfilter und 5 von diesen Artfiltern kann ich auch noch einzeln mit der Intensität komplett verändern, kann auch gewisse Effekte noch mit einsetzen. Auch hier ganz viel über den Touchscreen, dass es eben von der Bildbearbeitung vor der Aufnahme schon wesentlich einfacher zu handeln ist. Was hat die Kamera noch Besonderes bekommen? Natürlich hat sie unsere Unterstützung zur OI Share, also zur Fernsteuerung bekommen. Das hat aber in der Zwischenzeit eigentlich jede Olympus, egal ob OMD oder PEN. Das heißt, wir haben 2 Möglichkeiten von der Steuerung. Einmal die Live-View-Fernbedienung. Das heißt, ich sehe genau das, was die Kamera auch sieht, kann sogar auch meine Kamera entsprechend ansteuern, kann von Programm auf Zeit, auf Blendenautomatik, auf manuell umstellen, kann Zeiten, Blenden, ISO und so weiter alles nochmal einzeln über mein Smartphone korrigieren bzw. eben variieren und dann auslösen. Und zusätzlich gibt es dann den reinen Fernauslöser. Der ist natürlich gedacht, dass die Kamera auf dem Stativ steht und ich klassischerweise eigentlich einen Kabelfernauslöser, der aber keine Anwendung mehr hier findet, sondern hier über die OI Share als Fernauslöser aktiviert wird. Einfach auf dem Smartphone den Auslöser drücken und wird dann direkt auf die Kamera übertragen, die löst aus und das Ganze ist dann eben erschütterungsfrei. Was hier bei der Kamera neu ist, ist eine sogenannte Always-On-Funktion. Das heißt, dass wenn sie einmal aktiviert ist, ganz wichtig, kann ich im Falle meiner Bilder, die ich gemacht habe, also ich gehe jetzt irgendwo spazieren, fotografiere, schalte die Kamera dann aus, wird das Smartphone connected und es werden bis zu 200 JPEG-Bilder automatisch rübergeladen auf das Smartphone. Achtung, das ist eine Funktion, die man vorher freischalten muss. Also nicht, dass Sie jetzt denken, um Gottes Willen, dann werden immer meine Bilder rübergeladen. Nein, nur wenn Sie es in der Kamera freischalten, wird das automatisch gemacht. Gedacht dafür, dass man eben sehr schnell die Bilder dann auch zur Verfügung hat und nicht im Nachhinein noch großartig an der Kamera aussuchen muss, sondern eben direkt die Bilder auf dem Smartphone zur Verfügung hat. So viel zur Kamera. Ich will natürlich noch mal ganz kurz auf die Lens Roadmap eingehen, also auf die Roadmap für die Objektive, die wir im Juli das letzte Mal abgedatet haben. Da gab es natürlich dann auch die Frage, Olympus hat den Imaging-Bereich verkauft an OM Digital Solutions, OMDS abgekürzt,
Und OMDS hat diese Roadmap aber abgesegnet, beziehungsweise eben ganz klar gesagt, dass diese Roadmap Bestand hat. Das heißt, wir werden dieses Jahr neben der Kamera und dem Objektiv noch mindestens ein Objektiv auf dem Markt begrüßen dürfen. Betone liegt auf mindestens, wir schauen mal, was machbar ist. Aber das ist eigentlich das Ziel, was OMDS von Olympus übernommen hat, dass im Jahr mindestens zwei Objektive und mindestens eine Kamera vorgestellt wird. Was wir hier sehen, ist im unteren Bereich die Ensuico, die grau unterlegten, sind die sogenannten Standardobjektive und die Pro-Objektive, die oben drüber sitzen. Der Unterschied ist relativ einfach erklärt. Die Pro-Objektive sind immer lichtstärker und wenn es ein Zoom-Objektiv ist, dann ist die Lichtstärke über den gesamten Brennweitenbereich konstant. Da haben wir dieses Jahr das 150 bis 400 schon bekommen, vorgestellt allerdings letztes Jahr, lieferfähig eben dieses Jahr einigermaßen. Und dann gibt es eben jetzt das 8 bis 25, das man hier auf der linken Seite sieht. Und alle anderen orange unterlegten Bereiche, das sind die Objektive, die noch uns erwarten, beziehungsweise wir erwarten diese Objektive noch. Das heißt, wir werden verschiedene Tele-Zoom-Lenses noch bekommen und einige lichtstarke Festbrennweiten und zusätzlich eine länger brennweitige Makrolinse, die um die 100 mm, kurz runter, kurz rüber, wir wissen es noch nicht, beziehungsweise wir dürfen es natürlich noch nicht sagen, entsprechend auf den Markt kommen wird. Diese Roadmap, wie gesagt, hat Bestand und da stehen aber noch gar nicht alle Objektive drauf. Also es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges an zusätzlichen Objektiven auf den Markt kommen. Vielleicht noch eine, beziehungsweise kurz eine Information, was es an aktuellen Cashback-Funktionen, Aktionen gibt, nicht Funktionen, sondern Aktionen. Einmal für die Kameras gibt es für vier verschiedene Kameras die Cashback-Aktion, die läuft noch bis zum 15. Juli. Wichtig ist, wenn Sie bei Fotokoch gekauft haben, die Anforderung bitte bis spätestens 31. Juli bei Olympus auf der Sonderseite dann mit angeben. Für die Objektive haben wir ein größeres Portfolio. Da gibt es jetzt vom 15. Juni bis zum 15. August insgesamt 7 Objektive, die hier mit einer Cashback-Aktion unterlegt sind. Zusätzlich dann noch der Telekonverter, der zweifach. Auch hier gilt bitte kaufen bis 15.8. bei Fotokoch und die Anforderung bis spätestens 31.8. an Olympus richten. Zu guter Letzt noch eine Sonderaktion, die es nur ganz kurz gibt. Und zwar jetzt noch bis zum 28. Juni haben wir 4 Premium-Objektive. Das 12mm 2.0, das 17mm 1.8, 25mm 1.8 und das 45mm 1.8. Hier gibt es 100 Euro Sofortrabatt. Das heißt, zu dem Preis, den Fotokoch Ihnen angibt über den normalen Shop bzw. im Laden, werden 100 Euro direkt an der Kasse dann abgezogen. Wahrscheinlich wird es auch direkt schon auf der Webseite so stehen. Somit bin ich mit dem Bereich oder mit der Vorstellung durch. Ich hoffe, dass ich einige Anregungen bzw. einige Fragen auch so schon vorab klären konnte. Ansonsten, wie gesagt, die Kollegen bei Fotokoch stehen sehr gern zur Verfügung für alle Fragen. Beim Objektiv vielleicht noch ganz kurz die Information, dass die Lieferfähigkeit bis in ab Juli dann auch durchgeführt wird. Das heißt, ab Juli können Sie das Objektiv direkt bei Fotokoch im Laden dann auch in die Hand nehmen, beziehungsweise eben auch natürlich sehr gern bestellen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall einen schönen, ruhigen Abend mit hoffentlich etwas kühler Luft, mit am längsten Tag des Jahres, heute am 21. Schöne Grüße aus Berlin und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.